und jetzt geht es gleich weiter mit der neuen Niedersächsischen Mittelschule Zwettl. Wir sitzen da drüben. Daniel Gröblinger, Doris Jordan und Jan Zottl kommen zu uns und präsentieren ihre Präsentation, die sie da jetzt vorbereitet haben. Kommt's noch bitte. Applaus für Zwettl. Die Präsidenten des Landtages, die Landtagsabgeordneten, alle Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer und alle anderen Gäste. Wir möchten heute zum Thema Social Media und unserer Verantwortung sprechen. Wir haben in unserer Schule eine Umfrage über Social Media gemacht. Die großen fünf, also Facebook, Instagram, Google+, WhatsApp und YouTube, haben einen Bekanntheitsgrad zwischen 81% und 97%. WhatsApp ist sogar bekannter als Facebook. Auf die Frage, welche Plattformen nutzt du am liebsten, antworteten circa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler mit WhatsApp und fast ebenso viele mit YouTube. Weit abgeschlagen liegt in unserer Schule der Marktführer Facebook. Nur knapp 4% der Befragten gaben Facebook als bevorzugte Plattform an. Nicht viel besser lagen Google+ und Instagram. Altersbeschränkungen interessieren fast 2/3 der Befragten nur bedingt bis gar nicht. Auf die Frage, warum wir uns in sozialen Medien begegnen, antworteten mehr als die Hälfte mit Freunden. Und immerhin 31% der Befragten antworteten, damit sie soziale Netzwerke für Langeweile benutzen. Immerhin 27% der Befragten verwenden soziale Netzwerke, um etwas für die Schule zu erledigen. Wie sieht es mit der Datenweitergabe aus? Fast alle der Befragten haben schon ihren Namen weitergegeben. Mehr als die Hälfte das Alter und 42% haben auch schon Fotos gepostet. 7 Befragte gaben an, noch nie Daten von sich weitergegeben zu haben. Zum Schutz der Identität und persönlichen Angaben werden vor allem Alias-Accounts oder andere Namen verwendet. 1/3 der Befragten hat noch nichts zum Schutz der eigenen Daten getan. Exemplarisch haben wir uns das Thema Cybermobbing herausgegriffen. Kinder sind fasziniert von sozialen Netzwerken und haben dabei viel Spaß, virtuelle Freunde kennenzulernen. Für sie ist es wichtig, Feedback und Komplimente zu erhalten. Doch manchmal bekommt man auch Kritik und negative Kommentare. Cybermobbing ist eine neue Art von Mobbing, die über die sozialen Netzwerke ausgeübt wird. Dies geschieht über Messenger wie WhatsApp oder soziale Netzwerke wie Facebook. Seit 01.01.2016 ist Cybermobbing strafbar. Oft verursacht Cybermobbing lange seelische Schäden bei Jugendlichen. Viele lassen sich auch nicht helfen und schweigen, anstatt zu reden. 1/4 unserer Schülerinnen und Schüler hat Angst, selbst einmal Opfer von Cybermobbing zu werden. In unserer anonymen Umfrage gaben 2 Schüler zu, selbst schon einmal an einem Vorgang beteiligt gewesen zu sein. An wen würden sich Kinder wenden, wenn sie gemobbt würden? Von 135 Kindern würden sich die meisten an die Eltern wenden, dann an Lehrer und Lehrerinnen und an Freunde. Immerhin 11 Kinder würden versuchen, mit ihren Problemen alleine fertig zu werden. Cybermobber suchen oft leichte Opfer, denn hinter jedem Mobber steckt ein Feigling. Was tue ich als Cybermobbing-Opfer? Das Wichtigste ist reden mit Personen, denen du vertraust. Du musst dir klar machen, dass du Hilfe benötigst. In ganz üblen Fällen sollte man sogar die Polizei informieren. Wenn du als Außenstehender Mobbing siehst, misch dich ein, zeige Mut und hilf anderen, wenn sie gequält werden. Das schockierende Video auf Facebook zeigt vor 2 Wochen, wie eine 15-Jährige blutig geschlagen wird. Das ist Beleg dafür, wie Gewalt in sozialen Medien 100.000-fach geteilt wird. Soziales Lernen ist neben Informatik einer der beiden Schwerpunkte unserer Schule. Auf den ersten Blick scheinen diese beiden Techniken, hier modernste Informationstechnologie
und auf der anderen Seite die altmodischen Techniken unseres Zusammenlebens nicht ganz zusammenzupassen. Oder doch? Die Themen dieses Gegenstands scheinen banal, sind aber grundlegend für uns Menschen. Miteinander reden, jemanden ausreden lassen, zuhören, Konflikte besprechen und gemeinsame Lösungen suchen, grüßen, zusammenhalten, einander helfen. Die meisten dieser menschlichen und sozialen Kompetenzen werden seit jeher in der Familie, unter Freunden und in der Schule gelernt. Vieles geht aber leider immer mehr verloren und kommt in einer virtuell gewordenen Welt zu kurz. Oder aus Zeitmangel. Apropos Zeitmangel. Unser letzter Bundespräsident, Dr. Heinz Fischer, hat einmal in einem Seitenblick-Interview zugegeben, keine Zeit haben heißt eigentlich, dass es einem nicht wichtig genug ist. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.